Der Begriff Neue Weltordnung scheint in der Pandemie immer häufiger ausgesprochen zu werden. Viele übersehen da, dass es diesen Begriff schon seit über 10 Jahren gibt. Politiker, auch Macron in Frankreich, unsere Politiker haben diesen Begriff auch schon in den Mund genommen, schon weit vor der Pandemie. Auch in der Finanzbranche ist das schon seit Jahren ein Begriff. Andere sagen dazu vielleicht auch noch Great Reset, meinen aber das Gleiche. Will man in so einer neuen Weltordnung leben, will man sich hier fügen, unterwerfen oder will man sich dort nicht hineinziehen lassen? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht den breiten Weg, der breiten Masse, oder ihr geht den schmalen Pfad, den ihr vor euch seht. Ich für mich habe beschlossen, ich gehe lieber den schmalen Pfad. Auch wenn am Rand Hecken wachsen mit Dornen, an denen ich mich verletzen könnte, mir ist der schmale Pfad einfach lieber. Das hat auch was mit anderen Begrifflichkeiten zu tun, nämlich mit dem Themabegriff Off-Grid-Leben. Off-Grid. Was bedeutet Off-Grid? Off-Grid bedeutet so viel wie, ganz einfach gesagt, nicht mehr in der Stadt zu leben, mit den Annehmlichkeiten einer Grundversorgung, Energie, Strom, Einkaufsmöglichkeiten, sondern in der Natur zu leben, in die Natur zu gehen und dort sein Auskommen zu suchen. Auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation verzichten. Man kann auch etwas primitiver leben, indem man Sachen sammelt, wie diese Schlehen hier zum Beispiel im Herbst für Schlehenwein, Schlehenlikör. Letztlich ist das die gleiche Entscheidung. Will man in einer neuen Weltordnung leben oder will man es nicht? Die Frage ist, wie lange könnt ihr euch dieser neuen Ordnung entziehen, auf normale Art und Weise? Wie lange geht es gut? In einem anderen Video habe ich ja schon berichtet, dass wir eine Spaltung der Gesellschaft erleben. In mindestens 2 Gruppen. Ihr wisst, was ich meine. Und der Druck von der einen Gruppe auf die andere wird immer größer. Denn die eine Gruppe, die wächst sehr stark an und sie akzeptiert nicht, was die andere Gruppe über die Situation denkt. Der Druck auch von Seiten der Regierung, von Seiten der Arbeitgeber wird größer. Und irgendwann mal steht man vor der Entscheidung, will man sich dem Druck beugen und diese neue Weltordnung leben oder will man es nicht. Man muss sich der Konsequenzen bewusst sein, was für Probleme es schafft. Zurzeit, wenn man sich bei einem Positiven infiziert, in Quarantäne muss, aber selbst nicht erkrankt, kriegt man keine Lohnfortzahlung. Naja, Lohnfortzahlung gäbe es ja sowieso nicht. Es ist im Prinzip wie wenn ihr in 14 Tagen in Urlaub gehen würdet. Kann man sich das leisten? Kann man sich das nicht leisten? Jemand, der ein bisschen vorgesorgt hat, Vorräte zu Hause hat, Geld ein bisschen zur Seite gelegt hat, wobei Geld, ihr wisst ja, was ich von Geld denke, über Bargeld, der wird es sicherlich leichter haben zu sagen, mein Gott, auf die 14 Tage kommt es mir nicht an. Aber wenn ihr das x-te Mal diese 14 Tage Auszeit nehmen müsst, wie schaut es dann aus? So, ich bin wieder auf dem breiten Weg gelandet. Wie sieht es aus, wenn das Ganze länger dauert? Eure Verbindlichkeiten wie Miete, Nebenkosten etc. bleiben euch ja. Und denen könnt ihr nicht entgegenwirken. Auch nicht, indem ihr euch Vorräte anschafft. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ihr es euch nicht mehr leisten könnt. Und da ist die Frage, was tut ihr dann? Seid ihr dann gewillt, euren Luxus aufzugeben? Ich rede jetzt nicht davor, dass irgendjemand vom Haus steht und euch plündern will und ihr fliehen müsst. Ich rede davon, dass ihr ja keinen Ausweg mehr seht. Dass ihr euch überlegt, was machen wir? Es gibt ja schon einige Leute, die off-grid leben, auf dem Dauercampingplatz. Oder die sich irgendwo im nahen Ausland eine Hütte geschaffen haben mit Solarzellen, die ihren Garten bewirtschaften und dort als Familie leben oder vielleicht als kleine Gemeinschaft von 5,
bis 10 Personen, vielleicht sogar 20 Personen. Gemeinhin als Aussteiger bekannt. Aber wenn ihr aussteigen müsst und euch nicht darauf vorbereitet habt, würdet ihr es wirklich tun oder würdet ihr euch dem Druck beugen und Mitglied in dieser neuen Weltordnung werden? Eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Es ist ja nicht nur der materielle Verlust der Wohnung, des Autos. Denn ein Auto könnt ihr nur anmelden, wenn ihr auch einen festen Wohnsitz habt. Viele Leute umgehen das, indem sie dann bei Bekannten ihre Anschrift angeben, aber nicht mehr wirklich dort wohnen, sondern in ihrem Auto, in ihrem Camper leben. Dennoch, man verliert sehr viel. Nicht nur die Wohnung, sondern vieles kann man ja auch nicht mitnehmen. Man kann nicht alles irgendwo in einen Wohnwagen stopfen. Dessen muss man sich bewusst sein. Eine einfache Übung dazu ist, setzt euch mal in euer Wohnzimmer. Schaut euch mal um. Und denkt euch, das eine oder andere ist jetzt einfach weg. Was für Gefühle kommen da noch hoch? Wie würdet ihr damit umgehen, das jetzt nicht mehr zu haben? Den Fernseher, den ihr vielleicht sowieso nur sporadisch nutzt, weil ihr erkannt habt, dass es ein gutes Medium ist, um Leute zu beeinflussen. Den Radio, na gut, den Radio kann man mitnehmen. Da kann man sich einen kleinen Empfänger kaufen, die sind so groß wie eine Zigarettenschachtel. Aber das tolle Geschirr, der schöne Schrank, die Spielekonsole, die ohne Fernseher auch nichts wert ist. Was wäre, wenn das alles weg ist? Wie wäre, wenn es morgen soweit wäre und das Internet bricht zusammen? Ihr könnt keine Updates mehr für eure Spiele ziehen. Ihr könnt nicht mehr kommunizieren. Wir haben einen Blackout. Strom fällt aus. Nicht nur über ein paar Stunden, sondern über 2-3 Wochen. Stell dir mal vor, wie es wäre. Ich sitze da abends und habe keine Ablenkung mehr. Furchtbar. Eure Kinder, die nur noch am Handy hängen, die können das Handy nicht mehr nutzen. Es gibt ja keinen Strom mehr, die Masten sind alle weg. Ohne Strom ist nichts mehr los. Habt ihr noch Brettspiele im Haus? Könnt ihr euch noch andere Beschäftigung suchen? Das wäre schon so ein Einstieg in das Off-Grid-Leben, weil man dort auch auf vieles verzichten muss oder sehr einschränken muss. Wenn man Strom aus Solarzellen bezieht, kann man den nicht einfach so verschwenden, indem man täglich 8 Stunden lang Fernsehen schaut. Außerdem hat man Wichtigeres zu tun, um sich über Wasser zu halten. Würdet ihr, anstatt 8 Stunden in die Arbeit zu gehen, 8 Stunden Arbeit in der Natur leisten können? Also keinen Bürojob, sondern schwerere körperliche Arbeit auf dem Feld oder beim Sammeln von verschiedensten Sachen aus der Natur. Sei es nun Heilkräuter, sei es nun essbare Pflanzen. Im Ausland, wo vielleicht Jagen erlaubt ist, könntet ihr denn noch jagen? Würdet ihr euch das zutrauen, ein Tier zu töten, auszunehmen, um etwas zum Essen zu haben? Für mich hat die Pandemie, die über uns hereingebrochen ist, nur ein Fass zum Überlaufen gebracht. Eine Rechtfertigung geliefert, um eine neue Weltordnung zu schaffen, mit der man sich entweder arrangiert oder eben auch nicht. Aber nehmen wir das Beispiel vom Off-Grid. Kann man denn in Deutschland überhaupt noch Off-Grid leben? Es gibt Bauvorschriften, Eigentumsverhältnisse. Man kann nicht einfach irgendwo in den Wald gehen und dort Off-Grid leben. Das geht nicht. Zumindest geht es nicht. Ob sich das ändern wird? Man kann nicht über etwas diskutieren, was noch nicht feststeht, was in der Zukunft liegt. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Es ist unter Umständen ein steiler, steiniger Weg, um sowas überhaupt zu schaffen. Deswegen, ihr müsst euch bewusst sein. Wählt ihr den schmalen Weg, wählt ihr den breiten Weg. Schwimmt ihr mit der Masse oder sucht ihr euch eine kleine Gemeinschaft, die zusammenhält.
Man kann nicht sagen, das ist nicht zu schaffen. Man kann nur sagen, es ist schwer. Aber bevor man es nicht versucht, kann man nicht sagen, es wird ein Misserfolg. Die Pandemie weltweit, die ist mir mittlerweile reichlich egal, Leute. Ich habe angefangen mit Krisenvorsorge vor über 30 Jahren. Und ich betrachte das Szenario genauso wie alle anderen Szenarien. Sei es jetzt Erdbeben, sei es Blackout, egal. Es ist eine Änderung, eine Veränderung unseres Lebensstils. Ein einschneidendes Erlebnis. Und jeder macht daraus, was er daraus machen will. Können tut ihr es, wenn ihr wirklich wollt. Aber ihr müsst euch auch bewusst sein, auf welchen Widerstand ihr stoßt. Welche Probleme sich auftun. Ja, und darüber gilt es jetzt nachzudenken. In welche Richtung wird sich das entwickeln? Ich bin ja nicht politisch, aber ich kenne viele Leute, auch bei den Energieversorgern, die sagen, das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, wenn es rot-rot-grün wird. Warum? Der Blackout ist jetzt schon. Es ist jetzt noch keine Frage, ob es einen Blackout jemals geben wird. Es ist nur die Frage, wann er kommt. In dem Kanal Blackout, da könnt ihr darüber mehr erfahren. Aber es ist jetzt schon so, wir schalten Kraftwerke ab, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke, die 24 Stunden am Tag Energie liefern. Man ersetzt sie durch Windkraft und durch Solarenergie. Schön, wenn es funktionieren würde. Aber was ist, wenn kein Wind weht? Und was ist, wenn im Winter, in der Jahreszeit, wo es dunkler ist, uns auch die Sommerzeitumstellung nicht rettet, weil wir schon mit der Industrie hochfahren, wenn es noch dunkel ist? Und da eigentlich die Lastspitzen entstehen? Überdenkt das einfach mal. Denkt mal drüber nach, was passieren würde, wenn? Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Wenn ich bei mir zu Hause in meinem Schaukelstuhl sitze, ja, ich habe Schaukelstuhl, ich bin halt ein alter Opa. Und dann denke ich mir, was wäre, wenn ich mein Leben ändern müsste? Wenn ich auf die Annehmlichkeiten verzichten müsste, weil Stromausfall oder andere Dinge eintreten. Ich weiß, der Vergleich, den ich jetzt bringe, wird vielen Leuten nicht schmecken. Aber überlegt euch mal, was in Völkern passiert ist, mit indigenen Völkern, die sich nicht der neuen Ordnung in den Ländern angeschlossen haben, die nicht in einem Hochhaus leben wollen, die nicht für andere zur Arbeit gehen wollen, die nur leben wollen, so wie sie es früher gemacht haben. Ich kenne kein Land, in dem diese Völker nicht extreme Nachteile erleiden, bis hin zur Verfolgung. Wird die kommende neue Weltordnung für uns das Gleiche bringen? Werden die Covid-Idioten, wie man bezeichnet wird, die in die Minderheit gerät, irgendwann genauso verfolgt werden? Auch das weiß man nicht. Man kann es nicht behaupten, man kann es nicht beweisen, man kann es nicht belegen. Aber man sieht, dass die Tendenz in diese Richtung geht. Der soziale Druck, der politische Druck, der gesetzliche Druck wächst. Aber mal zurück zu den indigenen Völkern. Die können nicht, wenn es regnet, in ihre Wohnung gehen und in ihr Haus gehen und sind vor dem Regen geschützt. Nein, die leben vielleicht in einer Hütte, wo es durchtropft. Ja, wir sind darauf angewiesen, dass sie auch bei Regen rausgehen. Das ist auch unangenehm. Und dennoch, diese Völker leben schon seit Tausenden von Jahren so. Wir haben es nur verlernt. Wenn man so rüber diese Kuppe blickt und die viele Natur sieht, dann fragt euch mal selbst, wenn ihr euch irgendwohin zurückziehen würdet, nicht so auffällt, in einem kleinen Camp lebt, würde man euch jemals finden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines. Es würde schwer werden. Die Bebauung in Deutschland ist relativ dicht. Dazwischen mal ein paar Hektar zu finden, wo nur Wald ist, der nicht bewirtschaftet wird, ist schwer. Und die Naturschutzgebieten, vergesst das, da lasst euch lieber nicht nieder.
Da gibt es nur Probleme. Vorher habe ich über den Fernseher gesprochen, der dann vielleicht nicht mehr geht. Fangt schon mal an, eure Kinder und eure Familie ein bisschen umzugewöhnen. Macht ein bisschen mehr Brettspiele, gemeinsam etwas. Ich weiß, es fällt schwer und es ist schwer, die Familie davon zu überzeugen, ihr Leben zu ändern. Aber das Leben ist Veränderung. Und an der kommt ihr nicht vorbei. Außer ihr wollt nicht mehr leben. Ich kenne niemanden, der bei klarem Verstand ist und sagt, er will nicht mehr leben. Aber da muss er in den sauren Apfel beißen und die Veränderung akzeptieren. Und hier nochmal der Appell an euch. Versucht, Gleichdenkende zu finden. Sprecht sie an, tut euch zu einer Gruppe zusammen, denn in einer Gruppe seid ihr definitiv stärker. Ihr könnt euch gegenseitig Mut machen. Und ich höre immer wieder das Argument, ja, ich weiß nicht, wen ich da ansprechen soll. Es gibt genug Leute, die so denken wie ihr, die so denken wie ich. Habt ihr schon mal jemals einen angesprochen? Mehr als nur einen? Habt ihr jemals schon den Versuch unternommen, in diese Richtung zu gehen? Ich glaube nicht, denn wenn ihr es ernsthaft versucht habt, und ich habe das auch vor ungefähr 10 Jahren, dann ergibt sich die Möglichkeit und dann findet ihr Leute, die ähnlich denken. Ihr findet sogar vielleicht jemanden, der auf dem Land lebt, einen Einsiedlerhof oder einen kleineren Hofgemeinschaft von 2, 3 Höfen, die mitmachen. Wer es nicht versucht, der hat schon verloren. Holunderbeeren. Kann man guten Holunderbeerensaft ausmachen. Wenn man mit wachen Augen durch die Welt geht, findet man immer wieder nette Dinge. Rostkastanien. Ja, die Blätter werden jetzt schon wie im Herbst richtig braun. Aus diesen Kastanien, die man früher gesammelt hat und in Säcken als Futter verwendet hat für Tiere, kann man auch Waschmittel machen. Indem man sie reibt mit Schale für Buntwäsche, ohne Schale für Weißwäsche. Da ist Saponin drin. Das ist ein natürliches Waschmittel. Man kann es sogar trocknen und aufheben, sollte man auch, weil sonst schimmelt es. Aber man hat dann schon mal Waschmittel für sich geschaffen. Also man kann sehr wohl auch off-grid leben, ohne in den nächsten Laden gehen zu müssen. Für Anfang September herrscht schon sehr viel braunes, gelbes Blattwerk vor. Ihr seht nicht die Möglichkeit, euch irgendwo eine Hütte zu bauen, off-grid zu leben, der neuen Weltordnung zu entfliehen. Denkt mal drüber nach. Vielleicht habt ihr schon einen Caravan, ein Dachzelt. Das ist eine geeignete Möglichkeit, auch mal draußen zu übernachten. Klar, nur für 2, 3 Leute, kleine Familien. Aber auch das setzt nicht nur auf Treibstoff, um euch warm zu halten, also sprich eine Zeltheizung per Diesel, eine Kochmöglichkeit per Gas, sondern was gibt es in der Natur immer wieder? Holz, Blätter, nutzt das zum Kochen. Eure Ressourcen sind so schneller aufgebraucht, als ihr hoppala sagen könnt. Hier lebt wohl ein Schlumpffähn. Noch so ein Punkt, den viele abnicken, aber dann doch nichts dafür tun, ist, sich Wissen anzueignen. Wissen und Kenntnisse über das Leben in der neuen Weltordnung oder off-grid. Was ihr in eurem Kopf habt, kann euch keiner mehr wegnehmen. Und Dinge, von denen ihr sagt, sie sind zu komplex, um sie auswendig zu lernen. Da wieder mein Rat, kauft euch einen günstigen E-Book-Reader. Die sind mit Solarpanel bei 5 Volt zu laden, also per USB-Spannung. Auf die neueren Modelle passen 600 Bücher und mehr als PDF. Viele kann man nicht ins Mobi-Format oder in ein anderes Format wandeln, ohne den Kontext zu zerreißen. Aber die nehmt mit. Nehmt euch dann die Zeit und lest es vor Ort, wenn ihr es braucht. Das Ding kostet 70 Euro. Leute, so ein Klapppanel mit 30 Watt kostet euch vielleicht knapp 100. Das sind keine Ausgaben, die man sich nicht leisten kann. Vor allem nicht, wenn man raucht und täglich eine Schachtel verraucht, die 5 Euro oder mittlerweile schon mehr kostet. Ich habe noch nie geraucht und kann ich das jetzt auch nicht genau sagen. Aber raucht einfach mal weniger.